Und bevor wir zu Gamification gehen, sage ich kurz noch was in die Runde. Um 16.30 Uhr ist uns jemand weggebrochen in der Sessionplanung, der Kollege Jörg Hesse, der heute Morgen auch schon da war. Das heißt, der Ivo Epson, den ich euch gleich vorstelle, der wird um 16.30 Uhr etwas zum Thema Social Learning machen. Wer also Interesse hat an Social Learning, der geht dann bitte einfach an den Spot, wo zurzeit Jörg Hesse steht und kann sich dann dort informieren und mitdiskutieren. Da werden wir spontan was aufbauen. Ja, willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. 13 Uhr Gamification. Ich habe gestern schon gehört im TSN, dass viele gesagt haben, oh, Gamification, da will ich unbedingt hin, das interessiert mich. Ich habe noch so wenig Ahnung. Und deswegen werden wir jetzt auch versuchen, in der kommenden Stunde euch so ein bisschen abzuholen. Gamification, was kann man eigentlich darunter verstehen? Jeder wird was anderes erzählen. Deswegen habe ich mir hier auch drei Experten geholt. Wir wollen euch dann ein paar praktische Beispiele geben, anhand derer ihr sehen könnt, was gibt es denn zurzeit eigentlich auf dem Markt, was wird da praktiziert oder was wäre auch praktikabel bei uns intern umzusetzen. Und dann ganz am Ende soll es noch einen kleinen Ausblick geben, was könnte denn eigentlich die Telekom machen. Ich bin Karin Kubek und ich hoffe, dass alle, die hier anwesend sind, mich natürlich aus dem Telekom Social Network kennen, unserem Super-Tool hier. Oh, Fan da vorne. Super. Und ich stelle euch mal ganz kurz vor, hier in der Runde, wir haben zu meiner Rechten ganz außen den André Lung. André Lung ist bei Telekom Training und im E-Learning-Bereich und André macht da einige Programme. Ihr dürft gerne eine Laola machen. Dann haben wir neben mir den Harald Görkens von Product and Innovations, der in der T-Gallery mit dem Thema sich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Und da werden wir eine Menge zu hören kriegen, was da schon in der Entwicklung bei uns läuft. Und dann haben wir zur Linken den externen Experten, den Ivo Epson. Ivo hat Sevenload gegründet, FlipLife gegründet. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich trauen soll zu fragen, wer hat denn mal FlipLife gespielt? Aber da du es ja verkauft hast, wäre es eh nicht so schlimm, ne? Wenn es hier keiner gespielt hat, außer mir. Ich habe es gespielt. So, bevor wir anfangen dann mit einer Diskussion, möchte ich jeden von euch einmal fragen, was ist überhaupt Gamification für dich, Ivo, als jemand, der von extern kommt und selber Spiele entwickelt hat? Was verstehst du darunter? Im Grunde genommen kann man das, versuche ich das mit einem Satz zu erklären, Handlungen mit einem Fortschritt zu begleiten, dass man das sichtbar sieht. Ein gutes Beispiel, wenn ich halt A, B, C mache, dass ich auch wirklich zu A irgendwas bekomme, zu B irgendwas bekomme, zu C irgendwas bekomme, zum Beispiel Punkte oder Herzchen oder Badges, damit halt ich einen Fortschritt sehe. Und alles, was mit Fortschritt zu tun hat, ist im Grunde genommen mit Gamification behaftet. Okay, André, was ist für dich Gamification als jemand, der aus dem Trainingsbereich kommt? Gamification ist bei mir nicht nur im Trainingsbereich angesiedelt, sondern ich sag mal eher generell, versteht mich auch nicht. Ja. Gamification ist für mich, dass wir Elemente, erfolgreiche Elemente aus Spielen herausziehen und die auf Prozesse und Vorgänge anwenden und Anwendungen, die wir nutzen. Also dass wir, wenn wir merken, zum Beispiel eine Highscore ist gut im Spiel, dass wir auch Highscores für standardisierte Prozesse, für die Einhaltung von standardisierten Prozessen vergeben. Derartige Dinge. Okay, und dann als letztes Product and Innovation, die Kollegen, die entwickeln für uns. Harald, was verstehst du darunter? Also ich denke, dieses Übertragen von Spielelementen auf Nicht-Spiele-Kontext ist schon das, was man, das Übertragen von Spielelementen auf Nicht-Spiele-Kontext ist das, was man allgemein unter Gamification versteht. Das ist relativ lange bekannt mit zum Beispiel Punkten in Foren, die ich bekomme. Das ist genau dieser Progress, den du genannt hast. Ich glaube aber, wir haben das Thema für uns noch mal ein bisschen anders definiert und gesagt, das ist eigentlich eher die Denke dahinter, die der Game Designer anwendet, wenn er mit dem Gestalten von Spielregeln Verhalten motiviert. Also es ist genau dieses Motivieren von Verhalten, was in Gamification drinsteckt und was auch Spiele unheimlich stark in sich haben. Zum Beispiel ist das World of Warcraft Wiki, ist eines der größten monothematischen Wikis der Welt nach wie vor. Also, wir sehen Spielemechanismen oder Spiele bringen Leute dazu, Dinge zu tun, die durchaus professionell sind und die auch mit Arbeit zu tun haben. Und da fragen wir uns eben jetzt, wenn man es auf den Arbeitskontext überträgt, wie können wir Stücke von dieser Motivation, diesen Dingen, die Spiele extrem gut machen, ernten oder übertragen auf die Arbeitswelt?
Und das hat sehr viel zu tun mit eben diesem Unterstützen von dem Lernpfad, was du gesagt hast. Das hat aber auch was damit zu tun, dass Spiele mir in der Regel sehr klare Aufgaben und Ziele stecken, was die Arbeitswelt in der Regel auch nicht immer kann. Und dass mir auch sehr kleine Ziele, mit denen ich umgehen kann. Nicht in 2 Jahren hast du die Welt verbessert, sondern nächster Schritt. Und dass ich auch sehr klares und sofortiges Feedback auf mein Tun bekomme in Spielen. Also, das hast du gut gemacht, weiter so, das ist nicht so gut. Dass diese Art von Denke anzuwenden auf Software oder Prozesse generell, ist, denke ich, das, was wir unter Gamification verstehen. Jetzt hast du World of Warcraft genannt und ich habe in Vorbereitung auf diese Runde heute gelernt, dass die Menschen, die World of Warcraft spielen, seit Beginn, seit dem Tag, an dem dieses Spiel herausgekommen ist, 5,93 Millionen Jahre dieses Spiel bereits gespielt haben. Und ich saß davor und mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe mir nur gedacht, ey, das kann nicht sein. Der Mensch ist auf die Welt vor 2 Millionen Jahren so ungefähr. Ja? Vor 6 Millionen Jahren, da wusste ich noch nicht mal genau, was passiert ist. Und die Leute spielen seit 5,92 Millionen Jahren dieses Spiel. Und ich saß wirklich da und dachte mir, oh Gott, ich habe bis heute überhaupt nicht verstanden, was für ein Potenzial Gamification hat. Also Leute sitzen da ja mit einer Leidenschaft davor, sind begeistert von Dingen, die sie da finden können, entwickeln können, gestalten können oder was auch immer. Wo ich gedacht habe, wenn wir nur einen Prozentsatz von, ich weiß es nicht, 1%, 5% umlenken könnten, um zu sagen, hier, nehmt diese Energie und spielt bei uns im Konzern, das wäre ja eine unglaubliche Zeit und ein unglaubliches Potenzial, was da möglicherweise zu entdecken ist. Und das leitet mich jetzt nämlich zur Frage, weil ich bin mir sicher, es sitzen ganz viele Leute hier und sagen, boah, spielen, ich werde doch nicht fürs Spielen bezahlt. Ivo, warum sollen die Leute denn spielen jetzt auch noch während der Arbeit? Ja, also man spielt ja effektiv nicht. Man wird begleitet mit meistens halt Fortschrittsbalken, wie ich das sagte, oder beziehungsweise man bekommt halt ab und zu mal so eine Art Zeugnis. Man darf nicht vergessen, wir sind halt sehr, wir lieben halt Anerkennung. Natürlich ist unser Chef meistens oder die Vorgesetzten nicht immer da, um Anerkennung zu geben. Oder beziehungsweise nach der dritten Anerkennung in einer Woche ist es halt schwierig, die vierte zu geben, weil dann muss man das sehr gleichberechtigt machen. Gamification kann da enorm helfen. Ein gutes Beispiel dazu, ich habe jetzt letztens halt ein Programm gesehen aus Rumänien, das nennt sich Squirly, da geht es um Bloggen intern. Das bedeutet, innerhalb von einem Blogsystem in den Konzernen können die Leute dann ihren ersten Blogartikel machen. Wenn sie ihren ersten Blogartikel machen, dann kriegen sie 50 Punkte. Wenn sie dann 1000 Punkte erreichen, dann werden sie ein richtiger Blogger. Die zweite Aufgabe ist dann, einen Blogartikel zu schreiben mit einem Bild. Da steht dann direkt da drin. Und dann kriegt man dafür 100 Punkte. Schon hat man 150 Punkte und man kommt dem Ziel näher. Das heißt, also, man belohnt sich automatisch selbst. Man hat das Gefühl, es geht weiter. Man kann sich dann dementsprechend auch mit den anderen Kollegen teilweise messen, wenn dann der Betriebsrat zustimmt. Das sind alles Themen, die natürlich eine zentrale Rolle spielen. Das heißt also, im Grundsatz ist Gamification besonders geeignet für Motivation und besonders geeignet, halt Anerkennung systemtechnisch wiederzugeben. Genau, ich wollte gerade sagen, André, im Telekom-Training, ihr wendet es ja an. Warum wollt ihr, dass die Leute das nutzen? Was ist für euch wichtig? Ich denke, was der Ivo sagt, ist schon extrem wichtig. Was daneben aber auch sehr wichtig ist, ein Element, woran wir noch arbeiten, was wir nicht konkret integriert haben oder nur in Teilen integriert haben, ist, dass man bei gamifizierten Prozessen auch Sachen ausprobieren kann. In einem Spiel, wenn du etwas nicht schaffst, kannst du es doch mal versuchen. Eine Simulationscharakter, mit dem es Leuten möglich ist, Sachen einfach auszuprobieren. An die Grenzen von etwas zu gehen und zu gucken, ob es trotzdem noch funktioniert. Das gibt eine extreme Nachhaltigkeit im Lernprozess. Und gerade in Prozessen bei Telekom-Training, bei Weiterbildung, ist es wichtig, dass man in verschiedene Stufen denkt. Man kann Sachen kennen, man kann Sachen lernen, man kann sie wissen und man kann sie beherrschen. Und gerade dieser Punkt des Beherrschens ist extrem wichtig, wenn wir Experten haben. Es ist sicherlich nicht bei jedem Training so, dass Leute das beherrschen müssen. Einen Datenschutz muss man kennen, man muss wissen, was man anwendet. Aber ein Fachexperte in einem speziellen Programm muss es beherrschen. Er muss genau wissen, was passiert, wenn das in der Daten drückt. Wenn er dafür keine Möglichkeit hat, es zu simulieren, ist die Möglichkeit, dass da ein schwarzer Fleck ist, der nicht abgedeckt ist. Also dass er nicht weiß, was passiert, wenn er das und das drückt und dabei eine Aktion hervorruft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der teilweise schon abgedeckt ist durch viele Prozesse.
aber wo Gamification einen extremen Mehrwert bringen kann. Harald, ich glaube, du hast dich viel beschäftigt mit dem, was auf dem Markt draußen ist. Was hast du für Beispiele, wo du sagst, das sind Dinge, die wir auch machen können in der Telekom? Ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich SAP etwas erwähnen, Microsoft, ich bin gespannt. Genau, also es gibt verschiedene große Firmen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Also es ist durchaus eine ernsthafte Sache. SAP hat relativ viel geforscht und hat einige ziemlich smarte Ideen rausgebracht. Also die hatten eine Erkenntnis, dass sie sagen, man kann eigentlich nichts gamifizieren, was Leute nicht von sich her schon gut finden. Also ich kann keine Dinge künstlich erschaffen. Das ist mein Lieblingsbeispiel, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weg davon, ist Foursquare. Foursquare ist ein Service, für die, denen es nicht bekannt ist, bei dem checke ich mich an bestimmten Orten ein. Also ich melde mich mit meinem Handy, ich bin hier, zum Beispiel in einem Starbucks, und kann dann, wenn ich die Person bin, die sich am öftersten eingecheckt hat in diesem Starbucks, bin ich der Bürgermeister des Starbucks als Beispiel und bekomme bestimmte Bonusangebote oder billigen Kaffee. Das ist aber genau möglich, ein Produkt, das wird als Beispiel angeführt. Die haben aber ein extremes Engagement-Problem, was so ein bisschen unterm Tisch gehalten wird. Also Nutzer melden sich dort an, verwenden den Service danach, aber nicht wirklich. Warum tun sie das nicht? Weil dieses Einchecken, dieses sich melden, ich bin hier, ist keine Sache, die ich von sich aus gut finde oder die mich irgendwo motiviert. Da wird versucht, etwas Künstliches zu schaffen. Im Prinzip werden damit natürlich Nutzerdaten abgegriffen am Ende. Was SAP jetzt macht zum Beispiel, was wesentlich besser funktioniert, ist, solche Dinge motivieren oder einfach nur Dinge sichtbar machen, zu denen Leute sowieso schon motiviert sind. Ein Beispiel ist Stromsparen im Unternehmen. Da gibt es eine Applikation, Vampire Hunter, da jagt man dann Energievampire im Konzern. Das sieht folgendermaßen aus, man hat eine Karte auf seinem Handy vom Büro. Und wann immer man einen Stromfresser identifiziert, sprich einen Kopierer, der die Nacht über an ist oder rumgeht und die Monitore ausschaltet, kriegt man die Kilowattstunden gutgeschrieben, die man dem Unternehmen gesaved hat. Sprich, man motiviert etwas, das die Leute von sich aus schon gut finden. Man gibt ihnen aber eine Möglichkeit, man gibt ihnen eben genau dieses sofortige Feedback auf ihr Tun. Man gibt ihnen klare Ziele und einen klaren Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und man stellt eben auch dann über die Punktesysteme am Ende eine Lernkurve dar, macht die Leute vergleichbar irgendwo und spricht so ein bisschen diesen Selbstdarsteller-Aspekt an. Ja, ein sehr gutes Beispiel ist, glaube ich, auch Mikey Plus. Wer nutzt das? Nutzt das jemand schon? Ja, hier die Nerds. Im Grunde genommen geht es darum, halt jeder von uns hat ja einen Schweinehund. Wir wissen das ja, wir müssen ja jeden Tag Sport machen oder wir machen das schon. Und Nike aber motiviert einen, durch Software, durch Applikation immer weiter Sport machen zu wollen. Durch halt Punktevergabe, durch halt wirklich Jubeln intern, durch halt das Gefühl zu geben, man ist nicht allein, sondern die Software hilft einem mit Sport zu machen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Besonderheit, dass Gamification nicht nur unbedingt social sein muss, sondern auch softwaregetrieben sein kann. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mal das zu übertragen in zum Beispiel CMS-Systeme, da wirst du bestimmt gleich mal was zu sagen, interne vielleicht Social Networks, damit die Leute, die aktiv mitmachen, in Wikipedia, interne Wikis und so weiter, auch dementsprechend belohnt werden. Weil kann ja nicht sein, dass dann wir nach dem Prinzip 99% schauen zu, 1% macht die Arbeit, dass das halt intern ein gutes Gefühl gibt, sondern wirklich die Motivation hinzubekommen, dass sehr viele mitmachen. Das Tolle daran wäre natürlich intern, wenn man halt hingeht und am Ende des Tages wirklich was davon hat. Ja? Beispielsweise Lohnerhöhung oder ähnliches. Das wäre natürlich faszinierend, nicht unmöglich denkbar. Das wäre auf jeden Fall machbar, das muss man einfach mal durchrechnen. Das passiert aber auch gerade in verschiedenen Unternehmen. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, Leute machen das, zum Beispiel Punkte sammeln und ähnliches. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ach nee, Punkte, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Es gibt ja verschiedene Spielertypen. Dementsprechend natürlich auch unterschiedlich ausgerichtete Spiele. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem es ist, aber hoffentlich wisst ihr es. Es gab doch irgendein biologisches Rätsel, das war 12 Jahre ungelöst und dann hat man es einfach mal ins Internet gestellt. Die Crowd hat dran gearbeitet. Ah, ihr wisst, wovon ich rede, wisst ihr, was das war? Die Crowd hat dran gearbeitet und nach ein paar Wochen hat man auf dieses Problem, da ging es um irgendwas mit DNA
denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht immer nur, dass gamifizierte Prozesse die Leistung eines Einzelnen erheben, sondern wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass sehr viele Spieler motiviert werden, einmal eine sehr breite Meinung abzugreifen und das dann mathematisch auch nachzubearbeiten und statistisch zu ermitteln, was davon die richtigste Meinung ist. Es muss nicht zwingend immer die richtigste sein, aber wir haben ein Bild davon, wovon die Menge meint, sie ist richtig. In den meisten Fällen ist es richtiger. Abseits von Gamification, beispielsweise Wikipedia weist eine viel höhere Qualität vor als Lexikon der Zeit. Und das bei einer Quelle, die von teilweise auch Nicht-Experten gepflegt werden kann. Ich denke, gerade bei Gamification ist das auch für uns sehr wichtig. Also, ob du da was aus deinem bisherigen Unternehmen mitbringen kannst. Also, ich kenne ein Projekt aus Schweden, da sollte die schwedische Nationalbibliothek digitalisiert werden und das ist halt sehr schwierig gewesen. So haben sie alle Bücher halt gescannt und die einzelnen Wörter rausgeschnitten in Bildern und man hat da ein Spiel drunter gepackt. Das heißt also, man hat dann ein Bild zwei Personen gezeigt online und der das am schnellsten abgetippt hat, der hat dann gewonnen. Also relativ einfach. Und die gesamte Nationalbibliothek wurde in 21 Tagen komplett übersetzt. Ja, das wäre unbezahlbar gewesen, wenn nicht so ein Spielleiter war. Das hat die Presse ein bisschen mit aufgehypt und plötzlich hat jeder das gespielt. Ähnliche Produkte gibt es ja seit Ewigkeiten. SETI at Home, wer kennt das noch? Ach, guck mal. Eines der besten Gamification-Systeme. Man hat halt Satellitensignale, zerstückelt in einzelnen Paketchen, die man dann zu Hause dann entschlüsseln konnte, um Außerirdische zu finden. Damit da ein Gamification-Part da drin ist, hat man gesagt, zu welcher Firma gehörst du an? Und dann hat man die ganzen Firmen zusammengezählt und hat dann gesagt, diese Firma hat die meisten Pakete verarbeitet. Das ging durch die Presse, das ging durch die gesamten Internetwelt der 1.0-Zeit. Bis heute werden Außerirdische darüber gesucht. Super spannend. Das Ganze funktioniert aber eben sogar ohne Punkte und ohne diesen Social-Faktor, wenn ich einfach nur zum Beispiel durch einen Spieltrieb anspreche oder so einen gewissen Schalk, der in den Leuten sitzt. Also was ich sehr gerne mag, ein Kollege von mir, ein Bekannter hat in einem Unternehmen, in einer Versicherung, eine Applikation, also eine Gamifizierung eingeführt. Die hatten ein Problem mit Datensicherheit und Social Engineering. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Postfach eingerichtet, wo ich Dokumente von Kollegen einsenden kann, die mir eigentlich nicht zugänglich wären. Ich bekomme dafür ein positives Feedback. Da gab es keinerlei Punkte oder Sichtbarmachung, weil das auch wieder, muss vorsichtig sein, inwiefern man kommuniziert, dass ein Kollege klaut oder sowas. Aber natürlich haben die Leute das gemacht. Sie haben, sobald der Nachbar den Monitor nicht gesperrt hat, sind sie an den Rechner und haben Daten von dem Rechner gezogen, was sie nur konnten und dort eingesendet. Und ihr macht mir gerade Lust auf ein Großraumbüro. Und das sind natürlich Sachen, also danach haben die Leute eine Awareness für das Thema, danach haben sie verstanden, wie leicht man an Daten rankommt von Mitarbeitern. Also da kommt man vielleicht sogar eben wirklich nur mit diesem Ansprechen dieses Spieltriebs und ja, so einer gewissen, eine Lustartigkeit, die vielleicht doch in den Leuten steckt, aufzulachen. Ja, aber ich denke genau, das ist einer der Punkte, die wir auch für uns untersuchen wollen. Also, wo ich gerade eben angesetzt habe mit diesem Wissen, kennen, wissen und beherrschen. Und das ist genau der Punkt. Wir haben alle, wirklich alle schon mal Datenschutzschulungen gemacht. Da bin ich mir relativ sicher, ist hier jemand, der noch keine Datenschutzschulung innerhalb der Telekom gemacht hat? Sehr gut. Aber uns allen wird das nicht so bewusst sein, wie die Personen, die dieses Spiel spielen. Also, wir alle wissen, dass es verschiedene Schutzklassen gibt und wie wir die behandeln müssen. Aber wenn uns erstmal Daten geklaut werden und wir selber wissen, wie gern wir diese Daten hätten, erst dann versteht auch der kleine Mitarbeiter, der vielleicht nicht mit vertraulichen Daten arbeitet, vielleicht nicht mit Daten arbeitet, von denen er selber denkt, die sind vertraulich, wie vertraulich diese Daten wirklich sind. Weil sein Kollege bekommt Punkte dafür, dass er meine Daten hat. Und ich denke, hier ist ein wichtiger Prozess, wo wir abseits vom Spiel sind, aber dennoch stark im Unternehmenskontext drin sind. Und ich glaube, genau das ist für uns wichtig, dass wir auch in der Telekom derartige Dinge einführen können und solche Dinge auch identifizieren können. Ja. Du bist der Gründer von FlipLife und ich habe es gespielt. Hat es noch einer gespielt außer mir? FlipLife? Die zwei Nerds? Gut, und in FlipLife
man kommt in das Spiel rein, man sucht sich aus, wer man ist und dann überlegt man erstmal, was möchte ich eigentlich beruflich machen. Und ich habe mich dann entschieden, ich werde Projektmanager bei Bayer Leverkusen. Und dann musste ich Fragen beantworten über Bayer Leverkusen, habe mir natürlich nicht durchgelesen, was ich mir hätte vorher durchlesen sollen, weil ich mir dachte, ist ja ein Spiel, kann ja so schwer nicht sein. Ja? Bin natürlich auch voll durchgefallen, keine Punkte bekommen, dann war ich sauer, ja. Und dann habe ich es natürlich vernünftig gelesen. Und ich weiß heute Dinge über Bayer Leverkusen und dieses Kreuz, die ich nicht mehr vergessen werde. Warum? Also Firmen machen mit, weil sie sich natürlich Promotion davon versprechen, das ist klar. Was versprechen sich Firmen sonst noch? Wie konntest du die damals reinkriegen? Ja, also das war wirklich, gerade als die neu gegründete Firma hat man immer Schwierigkeiten, Firmen zu überzeugen. Wir haben ja nicht nur die Bayer AG gewonnen als Kunde, sondern auch die Daimler AG. Das war nicht einfach. Und, aber auch E-Plus und andere Konzerne wie Ernst & Young. Diese ganzen Firmen fragen sich tatsächlich, gerade in der Business Intelligence, wie kann man Gamification einsetzen in meinem Konzern? Und sie haben intern natürlich nicht alle Freigaben gehabt, um das auszuprobieren. Da kamen wir natürlich wunderbar zur rechten Zeit, dass wir ein Spiel hatten, was halt sich mit der Thematik Karriere beschäftigt hat. Effektiv war es wirklich in unserem Spiel so, dass man halt einen Beruf auswählen musste und dann halt für Projekt den Konzern kennenlernen konnte durch spielerische Aspekte. Das war die Idee. Und später wollten wir halt, und da sind wir aber nicht dazu gekommen, weil ich die Firma frühzeitig verkauft habe, später konnte man halt, oder das war das Ziel, Crowdsourcing-Projekte da reinpacken. Tatsächliche Aufgaben, die Leute spielerisch lösen, was für den Konzern relevant und spannend wäre. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis aus dem einfachen Grund, wir haben alle Facetten der Gamification da reingepackt, unter anderem beispielsweise, dass man Badges und Punkte und so weiter sammeln konnte und das in 12 Ländern. Später dann runter reduziert auf 5 Länder, weil 6 Länder haben wir festgestellt, da passte das kulturell gar nicht da rein, weil anscheinend ist diese Idee der Karriere machen gar nicht so angekommen in verschiedenen Ländern. Interessant war aber, dass die Deutschen dieses Spiel enorm spielen. Ja, also maximal mehr als andere Länder, weil wir halt den Sammelwut der Deutschen irgendwie aufgeweckt haben. Das heißt also, wenn ich das schon mal anfange und 3 dieser Sternzeichen habe, dann will ich aber bitte auch die 47 anderen noch haben. So hatten wir dann wirklich das Gefühl, dass die halt da reingegangen sind und immer weitergemacht haben, obwohl sie es nicht machen mussten, weil wir haben gerechnet, nach 1,9 Monaten verlässt man das Spiel eh. Der Durchschnitt war aber weit über 2 Monate. Das ist eine sehr spannende Geschichte gewesen, was wir als erstes gelernt haben. Und das zweite, was wir gelernt haben, ist halt, dass Frauen viel mehr Gamification-Affekte tatsächlich haben, wenn es nicht um Hardcore-Spiele geht. Ja? Also wenn es dann um softe, einfache Aufgaben erledigen geht und dafür Punkte bekommt, da waren die Frauen bei uns also überdurchschnittlich mehr aktiv als Männer. Das können vielleicht die Experten mal bestätigen oder auch nicht, wieso das so ist. Klar, also die Geschlechterrollen sind da schon sehr unterschiedlich, aber Rückfrage jetzt an dich. Kann ich ein Spiel oder eine Aufgabe mit immer mehr Elementen anreichern? Oder ist irgendwo auch der Punkt, wo ich sagen muss, das ist zu viel? Da macht es keinen Sinn, alles zu nutzen. Das haben wir auch festgestellt. Das war für mich halt eine sehr starke Komplikation, weil wenn man so technisch affin ist, dann will man ja immer mehr Features reinpacken, immer mehr Funktionen reinpacken. Und das genau ist es nicht, erstaunlicherweise. Bei Gamification hört der Spaß dann irgendwann mal auf, wenn es zu kompliziert ist. Bei World of Warcraft, was unfassbar kompliziert ist, ist es aber so, dass ich am Anfang gar nicht so viele Funktionen habe. Das heißt also, ich werde ganz langsam und sachte dahin gebracht, Dinge zu tun, die ich vorher gar nicht wusste. Und das ist halt bei tatsächlichen Browser-Games total schwierig, deswegen sind die meisten Browser-Games, die erfolgreich sind, wie zum Beispiel Farmville. Wer hat Farmville gespielt? Schon ein bisschen mehr, ne? Ja, genau. Ein bisschen weniger, als ich gedacht habe. Da ist es auch ganz einfach. Die Struktur ist, ich muss einen Bauernhof ernten, also anpflanzen und ernten und den Rest halt dazu kaufen. Ganz einfache Idee von der Struktur. Ich kann Wachstum anhäufen und das Wachstum halt mit Gamification-Effekten bereichern. Das funktioniert wunderbar. Sobald es dann komplizierter wird, wie jetzt zum Beispiel Cityville oder wie die alle anderen hießen, wo immer mehr Features dazu gekommen sind, seitdem sieht es auch bei Simia. Ja, das funktioniert seitdem nicht mehr so gut. Auch sehr spannend. Also sehr, sehr, sehr einfach halten, nicht zu verkomplizieren, dann funktioniert es besser.
Ja, und übertragen auf den Firmenkontext. Heißt es jetzt, dass ich demnächst, wenn ich ein PowerPoint-Anfänger bin, nur noch ein PowerPoint mit reduziertem Funktionsumfang bekomme? Oder wie denkst du, kann man das auch wirklich auf den Firmenkontext weiterleiten? Oder? Also gerade PowerPoint ist interessant, weil Microsoft hat sich da auch schon beschäftigt und haben ein Add-on für ihre Office-Palette rausgebracht, das nennt sich Ribbon Hero. Und das versucht genau das zu tun, das versucht mich quasi dafür zu belohnen, dass ich neue Features nutze, die mir noch nicht bekannt sind, und versucht mich genau auf so einen Lernpfad zu bringen, wo ich quasi vom Anfänger zum Experten mich über verschiedene Aufgaben hinarbeite. Also, du fragst, die Leute haben noch nicht gehört, fragt, wie genau tun sie das? Ist das ein Punktesystem? Ich habe in der rechten oberen Ecke einfach nur einen Highscore. Und da kommen eben manchmal Infos reingeflogen. Nutzt doch mal dies und das. Oder ich mache zum ersten Mal was fett, dann kommt einfach ein Punktestand. Und es gibt eine separate Applikation, die mir so ein bisschen in Form von kleinen Aufgaben eben so einen Pfad anbietet. Das ist, ja, ich würde sagen, die sind immer noch ein bisschen tutorialartig, aber es ist versucht, eben grafisch spielerartig aufzubereiten. Also Ribbon Hero, meiner Sicht nach nicht das allerbeste Beispiel, aber da gibt es eben auch Entwicklungen in die Richtung. Vielleicht nicht das Beste, aber ich dachte gerade, nehmen wir an, ich sitze in einem 10-Mann-Büro. Ich vermute jetzt, das ist vernetzt. Das heißt, ich könnte Master of Excel in diesem Büro sein, weil ich die meisten Features bereits genutzt habe, scheinbar erfolgreich genutzt habe. Und so könnte man doch eigentlich dann in einem Unternehmen auch herausfinden, wer sind denn unsere 10 Excel-Cracks? Ja. Und die könnte man im Telekom Social Network dann eben hervorheben und sagen, ja, wenn du Excel hast, dann geh mal zu Kollege XY. Also das wäre machbar, damit ich sage. Ja, das ist dort noch nicht eingebracht. Das sind tatsächlich Gedanken, die wir zum Beispiel in der T-Gallery diskutiert hatten im Rahmen von Arbeit. Also genau so ein Skill-Tracking, ein Mentorensystem, genau über solche Geschichten kann man natürlich nachdenken. Das passiert ja auch heute im Netz, also genau das, was du sagst, Karin. Wer sind die Cracks? Cloud.com kennt hoffentlich jeder, oder? Cloud.com? Also letztendlich bei Cloud geht es darum, dass es ein System gibt mittlerweile im Internet, der alle möglichen Social Networks überprüft, über was spreche ich da überhaupt, und fügt dann halt all diese Erkenntnisse auf eine Plattform und zeigt einem, wo man Experte ist, also in welchem Bereich man Experte ist. Das ist natürlich sehr spannend zu sehen, aus meinem Grund, auch das ist ja ein Spiel, indirekt. Wenn man die richtigen Profis fragt, die halt extrem dort eine zentrale Rolle spielen, die spielen ja Google, Facebook und Twitter so, dass sie halt dort besonders gut dargestellt werden. Ein anderes Thema, Milson Moore. Ich kenne Manager, die fliegen nur mit Lufthansa, weil sie halt diese bescheuerten Punkte sammeln wollen, damit sie in die nächste Stufe hochkommen. Also Gamification wird ja überall jetzt demnächst stattfinden. Also auch sehr ruhig, nicht direkt sichtbar. Nicht so, dass man halt dann merkt, man ist in einem Spiel drin, aber man ist in einem Spiel drin, man merkt es nur nicht, dass man halt angetrieben wird, das Nächste zu erreichen, ohne das Gefühl zu haben, man ist in einem Spiel drin. Das wird das Spannende. Da spielt Usability wieder eine zentrale Rolle. Alle Plattformen, die nicht hübsch genug aufgebaut sind, gamification-technisch halt betrieben werden, sind nach meiner Meinung ein bisschen schlecht bedient. Das kannst du ja ein bisschen besser bestätigen. Also schön. Wir sind uns einig. Ich bin versucht zu sagen, wie kann ich das Fass Usability aufmachen, sonst sitzen wir morgen früh hier. Absolut richtig, ist notwendig. Aber du hast angesprochen, man wird es immer mehr intern nutzen, deswegen Frage, wie können wir es denn hier bei uns schon intern nutzen? Entwickelt ihr schon was wir demnächst in die Anwendung bekommen werden? Also ich denke, im Bereich Training kann man es halt definitiv nutzen und weiter ausbauen. Und ich denke, da das eben für den Konzern ein neues Thema ist, es macht Sinn, das in kleinen Häppchen anzufangen. Und wir haben da genau Gedanken, zum Beispiel vom Ziel ausgehend, wie kann man die Veränderung der Welt außerhalb der Telekom sichtbar machen für die Mitarbeiter. Da sind dann Gedanken wie, man könnte einen Screensaver, den wir im Moment haben, austauschen und eben dort Fakten darüber laufen und auch kleine Quizzes zum Beispiel. Sprich, ich schließe meinen Screensaver, ich bekomme eine kleine Frage, zum Beispiel, was glauben Sie, ist das größte monothematische Wiki der Welt? Und diese Frage gibt mir dann eben auch gleich einen Hint, das ist World of Warcraft, das Thema
Gamification ist wichtig. Möglicherweise verlinke ich daraus direkt zum Intranet oder zum TSN, wenn ich dort ein Thema habe. Also genau dieses, genau in solchen kleinen Randthemen wie Innovation sichtbar machen oder eine reibungslose Kommunikation im Unternehmen gewährleisten, obwohl man immer verteilter wird und sich auch immer weniger sieht. Oder eben auch das Teasern von Themen. Sowas sind Gedanken, wo wir jetzt gerade mal angefangen haben. Okay, also es kommt nächste Woche noch nichts raus, was wir verkünden können. Schade. Ich wünsche ja immer diese Datenschutzschulung, da wünsche ich mir ja, dass der René Obermann die als erstes macht und dass er natürlich die ein bisschen schlechter macht. Ja? Und dann können wir alle gegen ihn spielen. Und dann haben wir natürlich alle den Anreiz zu sagen, ja, ich meine Datenschutzschulung besser wie der René. Das wäre doch toll sowas. Aber ich glaube, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und das würde mich interessieren, was ist denn eine Vision eigentlich für dieses Unternehmen, wie wir Gamification noch nutzen können? Weil ich dachte natürlich, als ich so viel über World of Warcraft, was ich noch nie gespielt habe, gelesen habe, da dachte ich mir, das Tollste wäre doch letztendlich ein Telekom-Simulationsspiel zu haben. So ein Riesenspiel, wo ich dann sagen kann, ich bin der Finanzvorstand, das ist die Rolle, die ich mir aussuche. Im nächsten Jahr muss ich Kosteneinsparungen machen und jetzt muss ich spielen. Und das finde ich ja unglaublich spannend, aber im gleichen Moment saß ich da und dachte mir, um Gottes Willen, das ist unmöglich, weil es gibt so viele Vorannahmen, die getroffen werden müssen für so ein Spiel, für die wir überhaupt nicht die Grundlage haben. Und da dachte ich mir dann auch, naja, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, ein bisschen viel Geld ausgegeben, es muss was Einfacheres eigentlich geben. Also ich glaube nicht, dass dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, tatsächlich funktionieren kann, weil jeden Tag passieren seltsame Dinge, die kann man gar nicht vorhersehen. Das heißt also, egal was wir da lernen würden, würde didaktisch nicht unbedingt viel bringen, effektiv. Aber ich habe einen Automobilzulieferer erlebt in Solingen, der hatte tatsächlich in dem Screensaver ein Quizspiel, wo es jeden Tag die hatten so eine besondere Kaffeemaschine, den ganzen Tag kostenlos Kaffee gab, weil die meisten Quizfragen ab dem Tag vorher erledigt haben. Deren Problem war, es gab Scharniere, und zwar Hunderte, die waren nur minimal anders, aber für verschiedene Zulieferer. So, die Leute haben da unglaublich viele Fehler gemacht bei der Überlegung, welches Scharnier war das denn jetzt genau. Und das haben die dann durchgeprügelt, ein ganzes Jahr über dieses Spiel. Und am Ende des Tages sagte der Chef, er war sowas von begeistert, ein Jahr später wusste jeder über jedes Scharnier Bescheid, weil jedes Mal, wenn ich eine Antwort gegeben habe, wurde das Scharnier extra nochmal vorgestellt und wurde gesagt, schau mal, das sind die zwei Rillen, darauf musst du besonders achten, das ist nämlich für Audi gedacht. Ja? Und das war eine sehr spannende Geschichte, das heißt also wirklich mit ganz einfachen Mitteln erstmal rangehen, nicht die große Nummer sehen, die große Nummer ist viel zu teuer. Ich weiß nicht, wer das bezahlen soll und wie dann halt der Controller dann am Ende des Tages sagt, nee, wir bezahlen für ein Spiel 2 Millionen Euro. Das funktioniert nicht. Aber ein Quizspiel kann man sich relativ einfach kaufen, relativ einfach transportieren auf Mobile-Geräte und das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Aber Ivo, das muss ich ein bisschen relativieren, weil die Telekom ist riesig. Wir haben extrem viele Mitarbeiter und auf den Mitarbeiter gerechnet, sind 2 Millionen Euro nicht so viel Geld. Das heißt, wenn wir bestimmtes Wissen in der Telekom streuen wollen und große Zielgruppen dafür haben, haben wir auch die Möglichkeit, komplette Simulationen und ich weiß nicht was mit 3D und allem Kram zu erstellen. Also alles ist möglich. Wir bei Telekom Training machen auch verschiedene Game-Based Trainings schon, die sehr umfangreich sind, die ein bisschen an Adventure anlehnen für den technischen Service, der eine sehr große Zielgruppe ist. Und wenn da irgendwer Ideen hat, welche Dinge man in der Telekom streuen kann und streuen sollte, man könnte das machen, auf jeden Fall. Aber ich gebe dir bei einer Sache ein bisschen vielleicht nicht recht, weil wenn wir das halt hingehen und sagen, wir machen so ein großes Spiel hier. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wir werden ja immer mehr nervöser, wenn es länger als eine Minute dauert, dass wir was machen müssen am Computer. Ja? Der nächste Klick ist ja sehr, sehr nah. Das heißt also, wenn man dann halt Gamification-Aspekte in Spielen reinpackt, dann muss es kurzlebig sein. Ultra kurzlebig. Das heißt, eine lange Einführung von einem Finanzvorstand, der erstmal erklärt, um was es geht. Und dann halt dann Einführung, wie ich das dann lerne, wie ich das schaffen kann. Und dann sind 6 Minuten vorbei. Das haben wir im Learning-Bereich sehr intensiv mitbekommen. Das funktioniert nicht. Die Leute legen ihre DVD rein, lernen die erste Lektion, danach legen sie die DVD nie wieder rein.
Und das ist halt etwas, was halt, glaube ich, auch hier passieren würde. Kurze, kleine Minigames, das ist letztendlich das, was wichtig ist. Ja und nein, ganz großes Nein. Gerade die Kaffeesache hat mich extrem auf die Idee gebracht. Und zwar, wir alle wissen, dass unser Rechner extrem lange hochfährt. Wenn wir es hinbekommen, dass wir eine Kaffeemaschine mit einem Quiz ausstatten und jeder, der sich morgens einen Kaffee holen geht, während sein Rechner startet und dieses Quiz richtig beantwortet und den Kaffee nicht zahlen muss, weil er das Quiz richtig beantwortet hat. Das hat einerseits einen Wohlfühlfaktor, den wir überall erzielen wollen, aber es kann auch länger dauern, weißt du? Es ist nicht so, dass wir es in den normalen Arbeitsprozess integrieren müssen, sondern vom Arbeitsprozess abgekoppelt in freier Zeit, die sonst brach liegen würde. Ich denke, dafür hätten wir großes Potenzial in der Telekom, weil wir trinken gerne Kaffee. Ich denke, wir reden noch über zwei Sachen. Es ist irgendwo beides möglich. Also der Screensaver zum Beispiel, der hat definitiv die Ausrichtung, da war uns ganz wichtig, dass das nicht einen extra Klick für den Nutzer bedeutet. Also es ist dieselbe Menge an Interaktionen, als wäre dieses Feature nicht da. Also keinerlei in den Weg geraten, wenn ich es nicht möchte. Was man aber bei, ich meine, es wäre Lufthansa, ein Flugunternehmen, die trainieren wirklich ihre Leute mit einem Simulationsgame und mit verschiedenen Simulationsgames. Und das ist sicher ein anderer Kontext, wenn die Leute wirklich eine gebuchte Zeit haben, die auch von oben einfach abgesegnet ist. Du beschäftigst dich diese Zeit damit. Das sind wirklich zwei. Das wäre dann eher Social Learning, genau, was du heute 16.30 Uhr, ich weiß noch mal drauf hin, abhandeln wirst. Weil da dachte ich nämlich auch aufgrund von Flip-Life, was ich gespielt habe, dann dachte ich mir, warum haben wir nicht für jeden, der in die Telekom reinkommt, ein kleines Spiel, wo er dann eben, so wie ich über Bayer Leverkusen, dann in diesem Fall derjenige über die Telekom eben lernt, was sind Vorstandsbereiche, wie groß sind wir eigentlich, wie viel Umsatz machen wir, wie heißen unsere 10 erfolgreichsten Produkte, so Sachen. Und man könnte sicherstellen, jeder, der hier reinkommt, hat das Ding gemacht und hat genau das Gleiche gelernt. So, vollkommen richtig, genau das ist wirklich die Idee von FlipLife gewesen. Wir haben da natürlich intern angefangen, auf einer Plattform das Ganze aufzubauen und später dann ins Internet zu holen. Nachteil der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass sich da sehr viel ändert in einem Konzern immer wieder. Wer aktualisiert das? Wer übernimmt den Lead für Social Games? Keiner fühlt sich richtig verantwortlich. Ja, ist es die Social Media Abteilung? Ist es HR oder sonst was? Ist es Marketing? Ich persönlich glaube, dass das Marketing, ich nenne Gamification mittlerweile, ist ein Teil von Interaction Marketing. Interaction Marketing bedeutet halt, dass ich den User 360 Grad ein wenig abhole. Das heißt also wirklich halt mehr als nur eine Werbebotschaft sende, sondern ihn animiere, langfristig etwas zu tun. Wie bei Nike Plus oder wie bei Lego. Wer heute Lego kauft, ist Wahnsinn. Wenn man das spielt, kann man direkt mit dem iPhone, mit einer Lego-App das Ganze begleiten und gucken, ob man richtig gebaut hat und so weiter. Dann gibt es Punkte, dann heißt es halt, du hast es schneller gebaut als alle anderen 1000 vor dir und so weiter. Das ist spannend. Das ist halt, man beschäftigt sich plötzlich alleine und fühlt sich nicht alleine, weil man sich challenged mit Leuten, imaginären Freunden, die man nicht kennt, aber die sind auf jeden Fall sichtbar auf dem Display. Da ist jemand vor mir, ich muss ihn überholen. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt laufe ich gerade warm, aber die Zeit läuft parallel gerade weg. Und da ich ja noch ein bisschen Zeit für Zuschauerfragen haben möchte und mir schon aus der ersten Reihe anvisiert worden ist, dass da auch was ist, möchte ich eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen. Nämlich, wenn wir jetzt den Ausblick sehen, Gamification, ein Thema, an dem die Deutsche Telekom nicht vorbeikommt, was sind denn für euch eigentlich so drei Dinge, wo ihr sagt, entweder, Achtung, da ist eine Gefahr, liebe Deutsche Telekom, denkt dran, dass du das beachten musst, das ist einfach essential, wenn ihr euch an Gamification dran wagt, oder zwei, drei Sachen, wo ihr sagt, da glaube ich, dass wir die Quick Wins machen werden und da sollten wir als erstes dran. So. Also ich denke, ja, es gibt so etwa drei Punkte, was wir definitiv beachten müssen, wenn wir Gamification im Unternehmen einführen. Und ich denke, das ist zum einen, was ich vorhin schon erwähnte, dass man ein klares Commitment von oben braucht zu diesen Themen. Also es muss völlig klar sein, dass das auch erwünscht ist. Ansonsten werden die Leute eine Sorge haben, ich spiele hier, ich mache nicht meine Arbeit. Also es muss ganz klar kommuniziert werden, dass das gewollt ist und auch was es bringt. Der zweite Punkt, wenn wir das Ganze in der Arbeitswelt einsetzen, ist, denke ich, der Schutz der Daten der Mitarbeiter. Also wir müssen schauen, dass daraus keine
Leistungskontrolle wird oder wenn das ganz klar Regeln und auch was erwünscht ist von den Leuten. Aber ich glaube, das ist eher noch drei Schritte in der Zukunft gefühlt. Und wir brauchen, was ich auch ganz wichtig, für ganz wichtig halte, jedes Mal, wenn wir etwas gamifizieren, brauchen wir eine ganz klare Haltung, was wir dort erreichen wollen. Also wir müssen gucken, dass wir nicht wie ein Feature Punkte draufkleben auf Dinge, sondern dass wir sehr klar an dem Ziel, an dem Element, was motiviert werden soll, entlang gamifizieren. Nochmal, weil du sagst, mit was könnte man anfangen? Ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Also gefühlt ist dieses ganze Thema Wissens- und Innovationsmanagement eins, was man sehr nett gamifizieren kann, weil es sehr viel um Kommunikation geht und mir Gamification auch sehr stark helfen kann, ein Rollenmodell sozusagen aufzubauen in einer Gruppe. Also wo ich Leute habe, die etwas reviewen, wo ich Leute habe, die Ideen einstellen, also wo ich einfach wirklich so eine Art selbstorganisierendes System auch etablieren kann für genau sowas wie Ideenmanagement. Ja, jetzt hast du natürlich sehr gute Sachen gesagt. Gerade in der Wissensgesellschaft kann man sehr geil Gamification einsetzen. Das funktioniert wirklich sehr gut, weil halt direkt eine Response kommen kann zu der Aktion, die ich tue. Wir arbeiten gerade mit einem anderen Konzern an Social Corporate Responsibility mit Gamification. Und zwar zeigen wir den Leuten halt jedes Mal, wenn sie einen Flug machen, rechnen wir automatisch aus, was für einen Ausstoß es gab, CO2-Ausstoß, und sagen ihnen dann halt spielerisch dann irgendwann, wenn man genug Punkte erreicht hat, jetzt bitte nicht mehr fliegen, sondern Bahn fahren als Strafe. Oder wenn man oft genug Bahn gefahren ist, kriegt man dann halt zusätzlich an Flüge gesponsert und so weiter, sodass halt wirklich halt selbst Umweltbewusstsein ein wenig mehr aufkommt, damit man mal sieht, was man gerade da getan hat, da eignet sich das hervorragend. Und das Zweite ist halt, ich glaube halt gerade in der Freizeitaktivitätengestaltung eignet sich das auch sehr gut. Man kann halt innerhalb von einem Konzern mit den Kollegen halt unglaublich viele Freizeitaktivitäten machen. Da bietet auch Nike oder Runtastic Pro, wie die Firmen alle heißen, White Label Services für Konzerne, dass man halt innerhalb des Konzerns sehen kann, wer ist der eigentlich der Sportlichste. Da entstehen ganz neue Networks, ganz neue Verbindungen, ganz neuer Spirit. Das sind alles Mechanismen, die man auch ganz gut einsetzen kann, ohne darüber nachzudenken, halt, wie kann ich Gamification wirklich innerhalb der Arbeit selbst einsetzen. Bis wir dahin gekommen sind, ich glaube, da wird Betriebsrat uns dreimal auf die Finger hauen. Da glaube ich nicht. Aber solche Aktionen wie Gesundheit, Responsibility, grundsätzlich Nachhaltigkeit, super spannend. Ich denke, gerade die Themen wie Nike Plus, also Sachen, wo Laufen gemessen wird oder sportliche Aktivitäten, das sind nette Dinge, die führen auch in einer Firma dazu, dass die Leute sich mehr betätigen und mehr untereinander vernetzen. Aber ganz wichtig für uns ist es auch, dass wir Arbeitsprozesse gamifizieren, also dass wir Elemente identifizieren, die wir auf langweilige Dinge anwenden können. Dinge, die bisher nicht passiert sind, die wir dann passieren lassen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir erstmal eine Marschrichtung haben, dass jemand ganz genau weiß, was er haben will oder einen groben Rahmen dafür hat, was er zeigen will, was seine Mitarbeiter können müssen. Und dann brauchen wir viel Kreativität, um die Sachen zu abstrahieren und auch wirklich sinnvolle Elemente reinzubringen. Gerade bei uns ist es relativ einfach, weil wir die einzelnen Abteilungen ansprechen können in der Telekom. Im Trainingskontext wäre es jetzt Telekom Training, die als Shared Service genau dafür da sind, dass jemand kommt mit einer Idee, auf uns zugeht und sagt, dass er das beibringen will, unter Umständen mit gamifizierenden Elementen. Und wir bieten dann die Kreativität, das auch zu machen. Im Designprozess ist das ähnlich, würde ich sagen. Oder? Danke. Gibt es noch Fragen im Publikum? Und wir haben ja die Mikro-Jungs hier vorne. Na, an der Seite. Hallo. Ich frage mich, hat eigentlich jeder Spaß an Gamifizierung? Ich meine, ich finde das schön. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute gar keinen Bock drauf haben, irgendwelche Spiele zu spielen. Und deswegen stellt sich die Frage, wo ist denn der Prozentzahl derer, die überhaupt auf die Weise erreichbar sind? Also da gibt es viele, viele Forschungen, ich weiß nicht, was ihr kennt, ihr kennt das von Gartner, die sagen 80% erstaunlicherweise, diesmal anders, 25% spielen nicht, verstehen das auch nicht, wieso sie spielen sollen. Ich glaube, denen fehlt da grundsätzlich Energie, die vielleicht mögen sie es auch gar nicht. Ja. Das ist okay, also damit muss man leben, aber 80% der Menschen kurzfristig zu motivieren ist schon enorm. In Massachusetts gab es eine Universität, die
die war eine Highschool, die war kurz vor Ende. Also das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, die Kinder haben rebelliert, viele sind weggezogen, das wollten sie closen. Und dann haben sie über ein halbes Jahr, das letzte halbe Jahr verändert in Form von Gamification. Dass sie halt wirklich gesagt haben, alle Klassen kämpfen gegeneinander. Und wer die meisten Punkte bekommt, der gewinnt. Und da sind Ergebnisse rausgekommen, die sind enorm. Dass halt diese Schule mittlerweile preisgekrönt ist in den USA, das kann man in Google ganz schnell suchen. Und das finde ich zum Beispiel spannend. Das heißt also, man kann halt wirklich marode Systeme, unmotivierte Gruppen, plötzlich mit Gamification, sehr klugen Ansätzen enorm zur Höchstleistung bringen, wenn man es dann richtig einsetzt. Und das finde ich auch sehr spannend. Also grundsätzlich, klar, aber es funktioniert überwiegend. Ich finde die Frage auch deswegen interessant, weil Gamification nicht unbedingt bedeutet, dass wir Spiele spielen. Wir können auch Elemente aus Spielen raus. Ich finde, Wikipedia ist ein ganz kleiner Ansatz von Gamification, weil dort spielt man kein Spiel, man hat aber dennoch eine enorme Motivation, mit anderen etwas zu schaffen. Und ich finde, das ist ein Grundsatz, den Gamification noch weiter steigern könnte, mit einer Highscore. Diese Highscore müssen Sie nicht unbedingt beachten, aber die Highscore bietet Ihnen die Möglichkeit, sich daran hochzuhacken und dadurch neue Motivation zu gewinnen, also Leute für etwas zu motivieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Eine Frage nehme ich noch aus dem Publikum. Ja. Also zum Thema Gamification gibt es auch in der Softwareentwicklung ein Plugin für Visual Studio. Da kann man zum Beispiel, wenn man programmiert in verschiedenen Sprachen, kriegt man dort sogenannte Badges, also Medaillen für so Sachen, ich habe eine Schleife programmiert, kriege dafür eine Belohnung, aber ich kriege auch eine Belohnung dafür, dass ich einen Fehler provoziert habe. Also werde ich belohnt, Fehler zu provozieren und lerne dadurch, mit Fehlern umzugehen. Und das auch im täglichen Leben, weil ich programmiere jeden Tag auf der Arbeit und wenn ich mir das Plugin dann installiere, dann werde ich dadurch einfach immer weitergetrieben, neue Sachen auszuprobieren, kann erkennen, hier sind Fehler, die hätte ich vorher nie abgefangen, aber jetzt habe ich die mal gesehen und weiß auch, wie ich damit umgehen kann. Das ist ein sehr guter Aspekt. Das finde ich nochmal einen tollen Aspekt am Ende, ganz genau. Fehlerkultur, das nehmen wir in jedem Fall nochmal mit. Dann danke ich euch, wir sind fast in der Zeit. Danke, Ivo, dass du gekommen bist, aber ich glaube, du hast auch Spaß, ne? Lernst du viele Leute kennen. Erarbeitet habe ich ganz vergessen, ich habe ihn extra noch gefragt, aktuell auch für den Vorstand der Deutschen Post macht da die Digitalstrategie, also wer noch einen Berater engagieren möchte, kann das immer. Ansonsten, wir sind drei interne Kollegen, stehen auch jederzeit zur Verfügung, heute oder auch ansonsten über das TSN kontaktieren, Twitter oder sonst irgendein Medium, wir werden zusammenkommen. Danke und es geht in einer Viertelstunde weiter. Thank you.